Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns und heute mit dem Harzer So, wir sind im Harz angekommen. Auch wieder sehr typisch für uns. Wir sind 2 Stunden später dran als eigentlich geplant. Liegt daran, dass die letzte Nacht der Sturm war, wir todmüde waren, zwischendrin einen Halt gemacht haben, nochmal eine halbe Stunde geschlafen haben. Der Camper natürlich langsamer auf der Straße unterwegs ist als ein normales Auto und wir halt mit den ganz normalen Google Maps Zeiten gerechnet haben. Parkplatzsuche hier ein bisschen schwierig war. Hier nochmal was gegessen haben, etc. pp. Genau, aber wir sind jetzt auf dem Weg zum Startpunkt für unsere Wanderung auf dem Brocken. Die seht ihr jetzt. Also wer denkt, dass hier der Mensch gerodet hat? Stimmt leider nicht. Oder zum Glück nicht, kann man jetzt sehen, wie man möchte. Das ist der Borkenkäfer. Ich schaue mal, ob ich später noch ein paar Bilder von oben hinbekomme. Wenn man nämlich auf die gegenüberliegende Seite filmt, wahrscheinlich sieht man es nicht richtig, aber hier oben die ganzen Hänge sind einfach nur kahl. Und für die Leute, die jetzt sagen, kann man ja da nichts machen, ist ja die Natur selber. Ganz ehrlich, ohne es jetzt recherchiert zu haben, warum es hier zu den Plagen kommt. Vermutlich ist es der Klimawandel und dafür können wir alle genug was. Also haben wir uns jetzt schlau gemacht hier. Der Borkenkäfer darf hier im Naturpark sich einfach ausbreiten, wie er möchte. Es gibt so Rodungsstreifen zwischen dem Naturschutzgebiet und den Wirtschaftswäldern, wo die Leute einfach Holz anbauen, um das dann wieder in Handel zu bringen, was man halt braucht und fällt. Da soll der natürlich nicht sein, weil er deren Bestände auch kaputt macht. Deswegen gibt es Rodungsstreifen da dazwischen. Er darf sich hier aber ausbreiten, der Borkenkäfer, damit sich hier der Wald einfach natürlich entwickeln kann. So, mal Schluss. Und weiter geht's. Sag mal, stand da gerade vorhin nicht schon 3,5 Kilometer? Nee, 4. Ah ja, gut. Aber du hast immer die Auswahl. Du kannst auch noch 6,5 Kilometer und dann halt nicht so steil. Ach so, ja, der hintere hier. Ja. Moment. Kommt mir Spaß. Aber... langweilig. Machen wir natürlich nicht. Hoch da, bestes Wetter. Dank abgefressener Bäume. Kein Schatten. Lieben wir. Hier seht ihr Matze, wie er sich allergrößte Mühe gibt, für euch jetzt tolle Naturaufnahmen aufzunehmen. Mit super Sound. Hört es euch an. Wenn es euch nicht interessiert, spult vor bis zu Minute 5. Und Schwiegermama, ich passe immer auf deinen Sohn auf. Siehst du ja, gell?
zwar, ich habe euch ja gerade ein Video eingeblendet, wie Matze Turnversuche macht. Und alles für die Videos, ja. Diesmal hat er sich schon ziemlich hart verletzt, ey. Ach, irgendwo halt hängen geblieben. Das ist halb so wild. Sagt er jetzt, später darf ich ihn runtertragen. Ja, Mann. Nur weil ich nicht weiß, ob wir noch näher rankommen. Hört mich schwer atmen. Der Aufstieg war ganz schön anstrengend. Von da unten kamen wir. Bin gut durchgeschwitzt. Und ja, Matze reibt sich auch schon. Es ist ganz schön kühl hier oben, sehr windig. Ihr seht hier das Schild. Wanderer müssen links an der Seite gehen, weil hier tatsächlich Autos fahren. Ich lieb's ja. Aber irgendwie muss ja auch eine Straße nach oben sein. Ich hoffe auch, dass ich oben ein kühles Radler kriege. Und das muss ja irgendwie auf den Berg hoch. Ja, nur für mich. So, machen wir noch ein bisschen Geschichte. 1989 wurde hier die Mauer geöffnet. Genau, oh, ich hab's gar nicht ganz drauf. So, auf jeden Fall sind wir jetzt oben. Es ist immer noch scheiße windig, das heißt, ich weiß nicht, ob ihr mich hört. Aber hat sie schon mal vorgegangen. Es sind nur noch wenige Meter bis nach ganz da oben, da wo ja gerade das Gebäude mit dem Baugerüst steht. Hier auch nochmal Maueröffnung nach 28 Jahren am 3.12.1989. Guckt euch einfach mal diese Aussicht an. Also hier oben ist ziemlich windig. Deswegen habe ich auch schon einen Pulli an und Matze hat tatsächlich seinen Radler auch bekommen. Hat er Glück gehabt. So, jetzt seht ihr die Dampflok fahren. Sie hustet und hustet. So, hier seht ihr quasi den Gipfel, als es hier so ist. Und das ist praktisch ja, Station von diesen Stiegen. Und bisher auf der Liste bei uns steht der Harzer Hexenstieg mit den 94,6 Kilometern. Aber ganz ehrlich, für den Anfang sollten wir vielleicht mal mit dem Teufelsstieg anfangen. Aber Elend als Ziel, das will man sagen können. Ja. Ja. Wir sind dem Elend entgegengelaufen. Ja, wir sind dem Elend entgegengelaufen. Na dann, wir gehen jetzt noch nach da oben. Ja, da laufen wir. Die Alternativroute, falls das die Alternativroute ist. Aber ja, jetzt kommen von hinten Fahrräder. Hoffentlich. Ja, bleibt heißen links. Sehr gut. Ja, jedenfalls ist das die Alternativroute, die führt halt an der Straße entlang. Ist, glaube ich, länger als die eigentliche Route. Dafür breche ich mir beim Abstieg nicht die Beine, weil nicht so viele Steine da sind. Und
Da steht er und guckt wie immer. Ach ja. Ich wundere mich, warum sie so gut mit dem Weg klarkommt. Stellt sich heraus. Die kennt sich hier aus. Wie man schon wieder nicht sieht, gell, die Sonne. Sieht man's? Ja, jetzt. Hier, alte Bobbahn. Da geht's hin, halber Kilometer. Da durch. Und schwupps sind sie weg, die beiden. Das war es also, unser Video über den Aufstieg zum Harzer Brocken. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn dem der Fall ist, dann freuen wir uns natürlich über ein Follow von euch, einen Daumen nach oben oder einen Kommentar, um uns zu unterstützen. Folgt uns auch gerne auf Instagram. Hier heißt unser Kanal genauso wie auf YouTube Team Wanderfote. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal.